Den Text, den wir uns heute betrachten, den wir als Predigttext uns vor die Augen malen lassen wollen von unserem Herrn, ist in Johannes Kapitel 20, die Verse 1 bis 8. Und ich habe die Verkündigung heute unter dem Titel gestellt: Das Grab ist leer, der Tod besiegt. Amen. So lass uns einmal in unsere Verse hineingehen, 8 Verse, die wir erstmal betrachten wollen. Wir lesen Johannes Kapitel 20, die Verse 1 bis 8. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, das ist hier Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Er bezeichnet sich selbst nicht mit Namen, sondern als der andere Jünger oder der Jünger, den Jesus liebte. Kommt Petrus und mit dem anderen Jünger, kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüber bückt, sieht er die Leinentücher daliegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Bis hierhin. Wir wollen noch mal zusammen beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, das wir jetzt betrachten. Und wir danken dir für diese kostbare Zeit und für dieses Fest, das wir auch feiern dürfen, für das Osterfest, in dem wir daran gedenken, was auf Golgatha geschah, und in dem wir hinblicken, zusammen mit Maria, zusammen mit Petrus, zusammen mit Johannes, hinblicken in das Grab und sehen, es ist leer. Denn du bist auferstanden, Jesus, und wir bitten dich, dass wir das heute, wenn wir es noch nicht ergriffen haben, dass wir es wirklich ergreifen, dass du lebst, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du uns dieses Wort nicht nur vor die Augen unseres Herzens malst, sondern dass du dieses Wort tief auf die Tafeln unseres Herzens eingravierst und dass du in uns bewirkst, dass wir nicht mit den physischen Augen, aber mit den Augen des Herzens Jesus hoch erhöht, Jesus erhaben und lebendig und mächtig, siegreich erkennen. Wir kommen vor dein Angesicht, Vater, und bitten dich, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der uns in alle Wahrheit leitet. Dies bitten und empfangen wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir haben uns heute hier versammelt zu diesem Gottesdienst. Das ist ein besonderer Gottesdienst, weil wir die Osterfeierlichkeiten abhalten. Und der Ostersonntag ist ja auch, oder wird ja auch genannt, der ranghöchste Feiertag im Kirchenjahr sozusagen. Es ist der wichtigste und speziellste und größte Feiertag in der Christenheit. Und das Fest, das wir feiern, ist wohl das bedeutendste Fest, was jemals überhaupt hier auf diesem Erdenrund gefeiert werden kann. Und die Dinge, an die wir uns erinnern, sind die bedeutendsten Dinge, die überhaupt auf diesem Erdenrund geschehen sind. Wir gedenken also in diesen Tagen an etwas Herausragendes, an etwas Großes, nämlich dass Gott selbst die Stätte seines Thrones verließ, dass er, der unsichtbare, ewige Gott, in das Sichtbare und Verwesliche kam. Er wurde Mensch, er litt an einem Kreuz unsere Schmach und unsere Sünde, er starb, ging in den Tod in Christus Jesus und ist nicht im Tod geblieben, und das ist ja das, was wir heute feiern,
sondern er ist auferstanden aus dem Tod. Und darum sagte ich eben, es ist das bedeutendste Ereignis, was jemals auf diesem Erdenrund stattgefunden hat. Ein ganz bekannter Prophet, nämlich der Prophet Jesaja, sagt hinblickend auf Jesus, circa 700 Jahre bevor Jesus überhaupt kam, etwas ganz Wichtiges, und es sind ganz bekannte Verse und ich möchte sie uns einfach nochmal in Erinnerung rufen. Er spricht nämlich hindeutend auf das, was am Kreuz geschah. Wir kennen alle diese Verse. Dort sagt Jesaja im 53. Kapitel, im Vers 3 bis 5, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen. Gott wurde ein Mensch und wurde ein Mann der Schmerzen. Und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen und zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das hat der Prophet Jesaja circa 700 Jahre vorher hindeutend auf den Opfer- und Kreuzestod Jesu schon vorausgesagt. Und das sind ganz bekannte und populäre Verse für uns. Und wir sehen dort von dem Leiden und Sterben und lesen, was dort unserem Heiland widerfahren soll. Doch die wenigsten wissen, dass in diesen Versen auch die Ankündigung der Auferstehung liegt. Wenn wir uns beispielsweise den Vers 12 jetzt betrachten, da sagt Gott, darum werde ich ihm, wen? Den Christus, der zuvor gekreuzigt und zerschlagen und in den Tod gegangen ist. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Das geht nur, wenn er auch aufersteht. Denn ist er im Tod geblieben, hat er keinen Anteil mehr unter den Großen. Wir sehen also hier im Vers 12 eine Andeutung auf die Auferstehung des Messias. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat, hier in den Tod. Er ging in den Tod und Gott weckt ihn auf und gibt ihm Anteil unter den Gewaltigen und unter den Großen. Darum, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Und das ist es, wo am Ostersonntag heute auch unser Augenmerk drauf liegt. Ja, ich habe viele Verkündigungen gehört über die Osterzeit und sie haben viel mit dem Kreuz zu tun gehabt und viel mit dem Leiden und mit dem Sterben zu tun gehabt. Aber ich bin froh, dass wir eine Gemeinde sind, die das nicht nur an Karfreitag und zu Ostern predigt, sondern wir predigen immer da von dem Kreuzestod. Und wir predigen immer da von dem Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Aber heute soll unser Augenmerk, unser Fokus daran liegen, was wir im Vers 12 schon andeuten, 700 Jahre zuvor durch den Prophet Jesaja erkennen, nämlich die Auferstehung unseres Gottes. Amen. Darauf soll unser Augenmerk liegen. Und die Welt mag wohl viele herausragende Ereignisse so haben, viele Persönlichkeiten wohl kennen. Aber das war außergewöhnlich. Die Welt kennt so viel. Wir kennen zum Beispiel, oder wir wissen von dem Attentat auf John F. Kennedy, auch er ist gestorben. Und es war ein weltbewegendes Ereignis am 22. November 1963. Oder der Unfalltod der Prinzessin Diana. Die ganze Welt hat Anteil genommen und dort sind geschätzte, geachtete und geliebte Menschen in den Tod gegangen. Wir erinnern uns an die Terroranschläge, die in New York stattgefunden haben am 11. September 2001. Viele Menschen sind auf diesem Erdenrund in den Tod gegangen. Aber nur einer ist wirklich wieder auferstanden. Nur einer ist wirklich auferstanden. Es gibt so viele Ereignisse, aber die Auferstehung unseres Herrn ist das Ereignis. Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen. Darum hat die ganze Menschheit ihre Welt unterteilt in vor und nach Christus, weil es weltbewegend war. Die anderen waren auch weltbewegend, aber dieses war welt- und universumsbewegend. Ich sag's mal so. Es ist herausragend. Wir wissen von der Mondlandung, 500 Millionen Menschen haben dort im Juli 69 an den Bildschirmen, damals gab es noch nicht so viele Fernsehapparate, aber 500 Millionen Menschen haben dieses Ereignis betrachtet
Aber sie haben doch nicht ihre Zeitrechnung danach benannt. Nach vor und nach dem Mond. Ne? Also so sehen wir, dass das Ereignis der Auferstehung Jesu Christi ist ein weltbewegendes, welterschütterndes Ereignis. Und das betrachten wir uns. Amen. Ganz anders ist dieses Ereignis als diese Ereignisse, die ich eben vorgelesen habe. Wenn wir uns das mal einfach so vor Augen führen, dass wir einfach darüber mal nachsinnen. Das, was auf Golgatha geschah, da waren keine Videokameras dabei, wie zum Beispiel bei der Mondlandung. Das, was auf Golgatha geschah, ist nicht irgendwo aufgezeichnet worden auf Tonbandgeräten oder sowas. Oder auch mit Videokameras wie beim Mauerfall. Das, was auf Golgatha geschah, Gott hat es so gewollt, dass es durch Augenzeugen, und darüber hatten wir uns ja auch schon unterhalten, dass es durch Augenzeugenberichte in diese Welt hineingetragen wird. Und es hat die ganze Welt verändert. Und dieses Ereignis ist das wichtigste Ereignis unter allen Ereignissen, die jemals stattgefunden haben, weil es für jeden Menschen absolut relevant ist. Für jeden Menschen. Selbst, und das mag uns vielleicht irgendwie ein Fragezeichen aufrufen, selbst für die Ungläubigen. Die Auferstehung Jesu Christi aus dem Tod ist für jeden Menschen, egal ob er gläubig ist oder nicht, absolut relevant, absolut wichtig, absolut für sein eigenes Leben wichtig. Egal aus welcher Religion er auch kommt, ob er Moslem ist, ob er Hindu ist, ob er Christ ist, die Katholiken, ob er gar nicht glaubt, es ist absolut relevant. Und warum das so ist, das sagt uns der Apostel Paulus. Er sagt uns im 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 1 bis 4 etwas darüber. Er sagt, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund. Das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet. Er sagt, es ist das Evangelium, durch das man gerettet wird. Aber das Evangelium beinhaltet eine spezielle Botschaft. Und das Evangelium ist eine spezielle Botschaft. Das Evangelium ist nicht, dass die Mauer gefallen ist und wir nun ein vereintes Deutschland haben. Dadurch werden wir nicht gerettet. Sondern die Relevanz für jeden Menschen liegt darin, dass Jesus Christus starb und nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und er sagt, ich tue euch dieses Evangelium kund, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich euch es verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe, und jetzt redet er das Evangelium, die Inhalte des Evangeliums, denn ich habe euch vor allem überliefert, was auch ich empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist die Botschaft des Evangeliums, dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Paulus sagt hier also, die Schriften zeugen durch die Propheten schon davon, dass dieser Heiland nicht in Tod bleiben wird, sondern dass er auferweckt wird. Und Paulus sagt, und er ist auferweckt worden, denn das hat Paulus ja nach der Auferstehung Jesu gepredigt. Und er sagt, das ist das Evangelium, durch das ihr gerettet werdet. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag. Ich hatte es eben schon mal gesagt, John F. Kennedy ist auch gestorben. Aber er ist nicht auferweckt worden und durch sein Sterben ist uns keine Heilung widerfahren. Und die Prinzessin Diana genauso. Schlimm ist es, was geschehen ist. Aber diese Menschen sind in den Tod gegangen und sind dort geblieben. Aus ihrem Tod und aus ihrem Leiden kommt für die Welt kein Heil. Aber das Leiden und Sterben dieses einen Mannes, der von Gott zuvor, vor Grundlegung der Welt, zum Messias abgesondert wurde und auserwählt wurde, sein Leiden und Sterben bringt den Menschen wirklich Errettung. Amen. Aber warum ist es noch so relevant für jeden Menschen? Weil hier haben wir jetzt eben gelesen, okay, es ist für die, die glauben, relevant. Wenn sie glauben, dann sollen sie errettet werden. Aber ich sagte, dass dieses Ereignis für jeden Menschen relevant ist, egal ob er glaubt oder nicht glaubt. Auch das wollen wir uns betrachten.
Derselbe Paulus predigte dieses Evangelium circa 20 Jahre nach dem Tod auf Golgatha in Griechenland, in Athen. Er war dort in Athen, hat dort auf Timotheus gewartet, ging in Athen rum und das Wort Gottes sagt, sein Geist war in ihm bewegt, in ihm betrübt. Denn er sah die ganzen Götterverehrungen und die ganzen Tempel der Griechen, diese ganze griechische Mythologie, und sie hatten für jeden ihrer Götter irgendwie einen Tempel gebaut. Und er ging dann so dann durch Athen und betrachtete die Tempel und das Wort sagt, sein Geist war in ihm betrübt. Und dann hat er sich dort im Areopag, das war der sozusagen der größte Gerichtshof damals in Athen unter den Griechen, hat er sich hingestellt und hat das Wort Gottes dort verkündigt. Das war ungefähr 20 Jahre nach Golgatha. Und er sagte, in Apostelgeschichte 17,30 lesen wir davon, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt, jeden Menschen, du darfst dich heute da einschließen, gebietet er jetzt jeden Menschen, dass sie alle überall, absolut, in Bremerhaven, wie auch in Timbuktu und überall, dass sie alle überall Buße tun sollen. Und jetzt kommt die Relevanz, warum die Auferstehung Jesu Christi für jeden Menschen, selbst für den Ungläubigen, auch bedeutsam ist. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Die Auferweckung Jesu aus dem Tod, der Fakt, dass das Grab leer ist und unser Herr auferstanden ist, ist der Beweis, den Paulus hier anführt, dass Gott eines Tages einen Gerichtsruf über diese Welt ergehen lässt und der Gerichtsruf wird über den ganzen Erdkreis ergehen. Egal aus welcher Hautfarbe du auch kommst, egal welche Sprache du auch sprichst, egal welcher Nationalität, welcher Herkunft du bist, in welcher sozialen Schicht du aufgewachsen bist, ob du Mann oder Frau, ob du Kind oder Greis bist, Gott wird diese Welt richten und niemand wird sich diesem Gericht entziehen können. Und er hat gesagt, der Beweis dafür, dass ich gerecht richten werde, ist der Beweis, dass ich Christus aus dem Tod auferweckt habe. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Amen. Gott hat, so sagt uns Paulus hier, über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Wenn du heute hier sitzt und du sagst, ich habe noch nie von diesem Jesus gehört. Ich habe noch nie von dieser Ankündigung des gerechten Gerichtes Gottes gehört. Ich habe noch nie von dem Heil gehört. Dann möchte ich dir zurufen, Gott hat über die Zeit deiner Unwissenheit hinweggesehen. Aber heute, wo du davon hörst, beuge deine Knie vor diesem Christus. Bekenne ihm deine Sünden, bekenne ihm deine Schuld. Tu Buße und kehr um, weg von deinen eigenen Wegen und komm zum Retter und lass dich retten. Gott hat über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen und gebietet jetzt allen Menschen überall Buße zu tun. Wir alle sind dazu aufgefordert. Denn einen Tag hat er festgesetzt. Das ist etwas, was wir vor Augen haben. Jesus lebt, habe ich heute in den Gebeten gehört. Und ja, er kommt wieder und wir haben gejubelt. Und wenn er wiederkommt, wird er in Gerechtigkeit richten. Wir haben das Abendmahl eben zusammengenommen, eine so kostbare und wichtige Zeit. Und Mike hat vorgelesen, die Einsetzungsworte des Abendmahls aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Und wir haben gelesen die Verse. Denn so oft ihr dieses Brot brecht und davon esst und aus dem Kelch trinkt, was? Verkündigt ihr den Tod des Herrn bis was? Bis er wiederkommt. Um diesen Erdkreis in Gerechtigkeit zu richten. Amen. Dieses Ereignis ist also für dich und für mich, unabhängig, ob wir glauben oder nicht glauben, absolut relevant. Das wollte ich nur, bevor wir uns die Verse betrachten, einfach nur, dass wir das wirklich wissen, dass wir das wirklich in uns aufnehmen.
Er sagt, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Wir hatten letztes Mal schon darüber gesprochen, wie wir zu der Gewissheit dieser Dinge kommen können, dass wir zu der Gewissheit der biblischen Wahrheiten kommen. Es geschieht für uns 20 Jahrhunderte später auf dieselbe Weise, wie es damals für die in Athen 20 Jahre später geschah, nämlich durch Augenzeugenberichte, durch Zeugenberichte, die uns überliefert wurden. Beim letzten Mal haben wir davon gesprochen und haben gesagt, wir haben erkannt, dass die apostolischen Zeugnisse absolut gewiss sind. Johannes hat uns etwas davon gesagt, was wir gesehen, was wir betastet, was wir gefühlt, was wir angeschaut, was wir studiert haben mit unseren Augen vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Und wir haben gesehen, im ersten Kapitel, die ersten vier Verse, macht Johannes immer wieder diese Steigerung und verdoppelt sozusagen seine Aussage und sagt, wir haben gesehen und bezeugt, es ist wahr. Und er sagt, und das ist das Herausragende, dass er, Gott selber, er nimmt die Augenzeugenberichte und nimmt sie und wirkt damit an der Verbreitung des Evangeliums. Seht mal, die Zeit, in der das Evangelium sozusagen durch den Herrn Jesus in die Welt getragen wurde und danach durch seine Jünger. Hatten sie dort Audiorekorder? Hatten sie dort Handykameras? Hatten sie dort Filmkameras? Wie viele Radiostationen gab es dort? Wie viele Fernsehapparate wurden zu der Zeit verkauft? Nicht einer. Nichts. Gott hat es so gewollt, dass von Mund zu Mund und durch das Niederschreiben das Evangelium weitergegeben wird. Und er, jetzt mögen natürlich die Kritiker der Bibel sagen, ja, das waren ja alles Menschen, das waren ja alles fehlbare Menschen. Ja, das waren fehlbare Menschen, aber wenn du die Bibel mal betrachtest, dann hat Gott immer das Schwache und das Fehlbare benutzt, um sich darin mächtig und groß zu erweisen. Das Wort Gottes sagt an anderer Stelle, niemals ist auch nur eine Weissagung vom Menschen hervorgekommen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben heilige Männer Gottes das Wort gesprochen. So sehen wir, dass Gott dahinter steht. Amen. Der Apostel Petrus war ein weiterer Augenzeuge unter Johannes, den wir uns ja schon lange betrachtet haben, und Paulus, von dem wir viel schon gehört haben, war Petrus ein weiterer Augenzeuge, und circa 10 Jahre nach den Dingen, die auf Golgatha geschehen sind, hat er auch etwas dazu gesagt von der Auferstehung. Er sagte in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 40 bis 42, diesen Jesus Christus hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, das ist auch ganz wichtig, er hat ihn sichtbar werden lassen, aber nicht allen. Gott hat sich offenbart, wen er will. Und er hat es in denen getan, die glaubten, um ihren Glauben zu stärken. Oh, denen viel gegeben ist, wird viel abverlangt werden. Und die nichts haben, denen wird auch noch genommen, was sie haben. Aber hier sagt er, er hat ihnen gegeben und noch mehr gibt er ihnen. Sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken. Habt ihr heute mit ihm gegessen und getrunken? Oh, Offenbarung soll euch zuteil werden. Nachdem uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Davon haben wir eben schon was gehört, wenn er den ganzen Erdkreis richten wird. Also Zeugenberichte sind Gottes Weg, dir und mir heute und in aller Zeit die Auferstehung Jesu aus den Toten kundzutun. Amen. Keiner von uns war dabei, aber wir glauben den Augenzeugenberichten. Und genau das ist es, was wir bei dem Apostel Johannes im 20. Kapitel sehen. Wenn wir zu unserem Text gehen, im Kapitel 20 des Johannesevangeliums, dann sehen wir etwas von diesen Berichten. Ich hatte das letzte Mal schon mal gesagt, dass Johannes ja seinen Bericht nochmal definiert und sagt, darum habe ich euch das geschrieben, damit ihr glaubt. Unser Kapitel 20 ist so eingepackt in das Kapitel 19 und das Kapitel 21 und beide dienen als Deckel. 19 bekräftigt der Apostel Johannes seinen Zeugenbericht und sagt, er es war. Und in 21 lesen wir auch davon. 19. Und er, der das gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Das haben wir letztes Mal schon mal betrachtet. Und im Kapitel 21
genau nach unserem 20. Kapitel, da sagt er von sich selbst, das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Johannes macht es immer wieder unmissverständlich klar. Er sagt, die Dinge, die ich euch sage, sind absolut gewiss und sie sind wahr. Ich war dabei, sie sind wahr. Amen. Und das sehen wir in all den Evangeliumsberichten. In Matthäus 28 ist ein Zeugenbericht von Matthäus. In Markus 16 ist ein Zeugenbericht. In Lukas 24, Lukas war nicht selber dabei, aber er war mit Paulus und hat es dann beschrieben, was er alles gehört und gesehen hat, sehen wir auch einen Zeugenbericht. Also wollen wir zusammen auch unseren Text betrachten und wollen die feste Gewissheit der Auferstehung unseres Herrn bekommen. Und lasst euch da einfach zurufen, diese Zeugenberichte sind absolut sicher. Amen. Johannes 20, die Verse 1 bis 2. Das war alles nur Einleitung. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Vers 2. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ist euch was aufgefallen? Maria als eine Jüngerin Jesu, die mit Jesus gelebt hat, mit ihm zusammen war, mit den anderen Jüngern, in der Gruppe der anderen Jünger, mit Jesus eng befreundet war, sie hat nicht mal an die Auferstehung geglaubt. Maria selbst hat nicht an die Auferstehung geglaubt. Sie haben gesagt, die haben ihn gestohlen. Petrus, Johannes, seht, kommt, der Leib des Herrn ist nicht mehr da. Maria glaubte nicht wirklich, dass die Auferstehung wirklich geschehen ist. Sie hat gedacht, okay, die römische Besatzungsmacht hat unseren Herrn gekreuzigt. Unser eigenes Volk, die Juden, die religiösen Führer unseres Volkes, haben ihn überantwortet, die haben ihn bestimmt gestohlen. Der Leib wurde gestohlen, hat sie gedacht, damit es keine Gerüchte gibt, dass er wirklich auferstanden ist. Und sie rennt mit dieser Botschaft nun zu Johannes und Petrus und sagt, er ist weg, sie haben ihn gestohlen. Aber was zeigt es uns außerdem? Es zeigt uns außerdem, dass diese Frau und auch die Männer, die Jünger des Herrn Jesus, sie waren keine leichtgläubigen und naiven Leute. Manchmal gibt es Leute, die sind wirklich naiv. Manchmal gibt es Leute, die sind in einer Art und Weise leichtgläubig, die negativ ist. Die gar nicht irgendwas irgendwie als ernsthaft erkennen und alles irgendwie ganz anders einordnen. Und hier sehen wir, dass Maria, sie war von dieser Art, dass sie auch nicht leichtgläubig oder naiv war, sondern sie war eine gestandene Frau. Ich meine, wir haben es mit den Jüngern zu tun. Es waren Menschen, die im Berufsleben standen. Es waren Menschen, Fischer, es waren Zöllner. Es waren gestandene Leute, die ihrer Zeit viel gesehen haben, viel Eindrücke wahrgenommen haben. Ein Petrus, der schon alleine weise im Alter war, weil er schon ein älterer Mann war, der viel mitgenommen hat. Und diese Menschen waren nicht irgendwie naiv oder leichtgläubig. Und hier kommt nun Maria und sagt, ja, irgendwie die Gruft ist leer, sie haben ihn wohl gestohlen. Und wir müssen das so sehen, dass für die Jünger selbst eine Welt zusammengebrochen ist. Sie waren Tag und Nacht mit Jesus zusammen. Sie haben Jesus gesehen, haben Jesus studiert, haben gesehen, welche Wunder er wirkte, welche Aussprüche er dem Volk gegeben hat. Sie haben gesehen, wie Massen zu Jesus geströmt sind, wie er 5000 mit ein paar Broten und ein paar Fischen gespeist hat. Sie haben gesehen, wie Lahme gehen können, Blinden die Augen aufgetan werden. Sie haben gesehen, wie Tauben das Gehör zurückgegeben wurde. Sie haben all diese Dinge gesehen. Sie haben gesehen, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist, das ganze Volk mit Palmwedeln dort stand und dem König Hosianna, Hosianna zugerufen hat, so wie wir ihm heute gesungen haben. Und auf einmal stirbt ihr König. Eine Welt bricht für sie zusammen. Ich meine, haben wir uns das schon mal überlegt? Petrus hat seine Fischerboote verlassen. Was hieß es zu der Zeit, wenn ein Mann seine Arbeit kündigt und die Lebensgrundlage, seine Existenzgrundlage niederlegt und sagt, ich lasse meine Fischerboote, ich folge diesem Herrn. Das heißt, er erklärt eine Bankrotterklärung an sein ganzes Leben, an seinen ganzen Lebensunterhalt. Er nimmt sein Kreuz sozusagen auf sich, folgt Jesus und 3 Jahre später stirbt der Jesus. Waren die erschüttert oder nicht? Ich glaube, die waren sehr erschüttert.
In dieser Zeit, von der wir hier gerade sprechen, hat Jesus zu ihnen gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Die waren dort und haben es nicht recht ordnen können, nicht recht verstehen können, was mit diesem Herrn geschehen muss. Und dann ist es nun so, dass Maria früh am Morgen, wo es noch dunkel war, zur Gruft rennt, um zu sehen, ob alles okay ist, und das Grab ist leer. In ihrer Verzweiflung, in ihren Gedanken, warum musste dieser Herr sterben, in diesem allen das zu ordnen, wie diese Verheißungen mit seinem Leiden, Sterben und Auferstehen überhaupt zusammenpassen, da kommt die Nachricht, das Grab ist leer, eine Welt ist zusammengebrochen. Also man kann es sich so ein bisschen auch, man kann sich ein bisschen da auch hineinversetzen und es ein bisschen auch nachfühlen. Okay, lass uns einmal betrachten, was geschieht, wenn Petrus und Johannes am Grab erscheinen. Wir betrachten die Verse 3 bis 5. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüberbückt, sieht er die Leintücher daliegen, doch ging er nicht hinein. Wir müssen uns das... Es ist immer für mich wichtig, dass wir uns da selber hineinversetzen, dass wir selber jetzt mit am Grab stehen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie diese beiden losgehetzt sind? Johannes und Petrus. Johannes jünger als Petrus. In der Vorbereitung, als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich ein Bild gefunden. Ein wunderschönes Bild, das einfach von einem Maler gezeichnet wurde. Und es zeichnete die Begebenheit, wie Johannes und Petrus voller Hast Richtung Grab rennen. Vielleicht noch mit Tränen in den Augen, nicht verstehend, was da jetzt los ist. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, der das Evangelium geschrieben hat, hier Johannes. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Es war wie so ein Wettlauf. Petrus, der schnell da sein wollte, aber vielleicht durch sein Alter nicht konnte. Und der junge Johannes, der in seinem Eifer dann losrennt und, ja, und er ist dann zuerst am Grab. Hier steht: Der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst in der Gruft an. Und als er sich vorn überbückt, sieht er die Leinentücher da liegen, aber er ging nicht hinein. Was muss das für ein Anblick gewesen sein? Sie kommen beide dort an, er beugt sich hinein und er guckt vielleicht mit Angst in das Grab hinein und sieht die Leinentücher. Das sind alles Ereignisse und Eindrücke, die sie nicht fassen können, aber ich möchte, dass wir unser Augenmerk einfach darauf legen, was es auch mit diesen Leinentüchern zu tun hat. Diese Leinentücher waren dazu gebraucht worden, um einen Leichnam, um einen erstorbenen Leib einzuwickeln. Und in der Tradition damals war es dann so, dass der Leib dann auch sozusagen balsamiert wurde mit wohlriechenden Gewürzen. Wir lesen auch etwas im Johannesevangelium davon, dass zum Beispiel Johannes und der Nikodemus, der im Kapitel 3 in der Nacht zu Jesus kam, dass sie den Leib Jesu genommen haben. Johannes 19, Vers 40, sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist. So, und sie haben Jesus in diese Tücher eingewickelt. Und nun beugt er sich ins Grab und sieht die Tücher dort liegen, aber der Leib nicht mehr. 6 und 7, da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Ich meine, der Apostel Johannes hätte diese ganzen Details ja in seinem Bericht über die Ereignisse gar nicht nennen müssen. Aber warum legt Johannes solch einen Wert darauf, uns von diesen Leinentüchern und von dem Schweißtuch zu erzählen? Ich glaube, dass uns Johannes dahin bringen möchte, dass wir wirklich in unserem Herzen ergreifen, Jesus ist leiblich auferstanden. Amen. Wenn wir uns die Verse 6 und 7 genauer betrachten und er sieht die Leinentücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild für die Souveränität Gottes in der Auferweckung unseres Herrn Jesus. Seht, es gab auch eine andere Auferweckung. Ich habe davon eben schon mal gesprochen, nämlich die des Lazarus. Aber bei Lazarus war es so gewesen, dass Lazarus von Jesus aus dem Grab gerufen wurde und er rief, Lazarus, komm raus! Und Lazarus kam raus und was war dann? Dann mussten andere ihm die Leinentücher abnehmen und ihm alles vom Kopf binden.
Doch hier sehen wir von der Souveränität Gottes, als er Jesus auferweckt hat. Jesus hat es von sich genommen und hat es beiseite gelegt, geordnet. Es spricht auch davon, dass wir überhaupt nichts von dem sehen, was Maria befürchtete. Überlegt euch doch mal, wenn ein Dieb nun in dieses Grab einbricht, dann muss er sich dessen bewusst sein, dass er es unter Lebensgefahr tut und in einem nächtlichen Raubzug das Grab öffnend, diesen Leib stehlend, würde wohl kein Dieb auf die Sorgfalt achten, den Herrn dort erstmal auszuwickeln und dann die Leinentücher zu nehmen und sie zusammenzufalten, dann das Schweißtuch, das um sein Haupt war, zu nehmen, zusammenzufalten und an einen besonderen Ort zu legen. Was uns also Johannes hier sagen möchte, ist, dass die Schweißtücher und die Leinentücher alle sorgfältig zusammengelegt wurden, ist der Beweis dafür, dass der Leib nicht gestohlen wurde, sondern dass Jesus souverän und machtvoll selbst aus dem Tod auferstanden ist. Er hat die Leinentücher genommen und hat sie zum Zeugnis sauber dahingelegt. Ihr Lieben, wenn auch die römische Besatzungsmacht und die jüdischen Religionsführer sich gewünscht haben, diesen Leib um jeden Preis zurückzuhaben, um diesen Argumenten für die Auferstehung und diesen Gerüchten der Auferstehung ein Ende zu setzen. Es ist nicht möglich, denn der Leib ist auferstanden. Halleluja. Eva hat heute Morgen etwas gebetet und sie hat aus Epheser etwas rezitiert und das ist es, was dort geschehen ist. Es war gewaltig, als Gott die überragende Größe seiner Kraft in Christus wirksam werden ließ, indem er ihn aus dem Tod aufweckte und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Es war gewaltig, ihr Lieben. Die Auferstehung war gewaltig. Da waren keine Diebe am Werk, ihr Lieben. Gott war am Werk. Gott hat seinen Christus nicht im Tod gelassen. Gott hat ihn auferweckt aus dem Tod. Amen. Die Totenauferweckung des Lazarus, ich möchte euch da einfach nur noch mal dran erinnern, dass ihr selbst da vielleicht heute Nachmittag oder irgendwann, wenn ihr Zeit und Ruhe findet, geht da mal hin und vergleicht mal die beiden Schriftstellen. Vergleicht mal Johannes 11 mit Johannes 20 und dann werdet ihr sehen, was für ein Unterschied die Auferweckung des Lazarus, der dann ja wieder gestorben ist, war und die Auferweckung unseres Herrn. Er ist in der ewigen Kraft Gottes auferweckt worden und er lebt. Er lebt, er hat den Tod überwunden. Amen. Johannes möchte uns einfach hier auch durch diesen Bericht über diese Schweißtücher und über die Leinentücher und über die Gegebenheiten dort in dem Grab. Johannes möchte uns einfach von der Gewissheit der leiblichen Auferstehung Jesu Christi einfach bezeugen. Er möchte uns dahin bringen, dass wir uns dieser Tatsache ganz gewiss sind. Und dies übrigens, ihr Lieben, die leibliche Auferstehung Jesu aus dem Tod ist wohl ohne Zweifel die größte Diskussion unter allen anderen Religionen und der größte Stolperstein der Ungläubigen und der Feinde des Evangeliums. Ihr Lieben, im Islam, der ganze Islam leugnet die Auferstehung Jesu. Er leugnet nicht nur die Auferstehung Jesu, sondern er leugnet den Kreuzestod und damit ja auch die Auferstehung Jesu aus dem Tod. Und die Zeugen Jehovas genauso. Sie leugnen es genauso, bloß sie umschreiben es und schmücken es mit christlichem Vokabular, dass es für den Ungeübten etwas schwierig ist, dieses Leugnen der Auferstehung zu erkennen. Aber sie sagen zum Beispiel, ja, der Herr ist nicht leibhaftig auferstanden, aber als Geistwesen ist er wohl auferstanden. Sein Leib wurde entmaterialisiert, das haben sie so, in ihren Schriften kann man das wirklich nachlesen, also wirklich. Und er ist jetzt in der Gestalt des Erzengels Michael, ist er jetzt da. Was für Irrlehren. Lasst uns hineinschauen in dieses Grab. Lasst uns betrachten, er ist leibhaftig auferstanden. An all die möchte ich mich jetzt einfach richten, die das immer wieder leugnen. Ich meine, die Wissenschaft hat Jahrtausende alte Knochen gefunden. Warum haben sie von Jesus nichts gefunden? Kann ich dir ganz genau sagen, weil sein Leib ist nicht erstorben. Er ist auferstanden. Das ist so simpel, es ist so einfach. Er ist auferstanden. Jesus war es selber wichtig, dass er immer wieder seinen Jüngern das auch klar macht. Und die Schriftstelle, die wir jetzt lesen werden, mit einem Zeugen Jehovas saß ich bei mir und bei ihm zusammen in der Küche und ich habe ihm diese Schriftstelle vorgelesen, habe gesagt, da ist eure Lehre doch unhaltbar gegen. Wir werden das lesen. Lukas 24.
Seht meine Hände, sagt Jesus, nach der Auferstehung. Nach seiner Auferstehung, noch die Wundmale tragend, kommt Jesus zu den Seinen, weil er weiß, unser Herr weiß von unseren Schwierigkeiten, die Dinge des Glaubens zu erfassen. Er weiß von unseren Schwierigkeiten und er kommt nun und er sagt, seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich. Er sagt, betastet mich. Zeugen Jehovas, kommt und betastet mich. Ich bin leibhaftig auferstanden. Und dann sagt er sogar noch etwas, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber immer noch nicht glauben wollten, ja? Hier steht, als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Ich will es euch, also ihr Lieben, ich möchte es euch jetzt wirklich beweisen. Hier sind meine Hände, hier sind meine Wundmale. Legt eure Finger hinein. Okay, sie tun das und freuen sich riesig und können es immer noch nicht glauben. Da sagt er, okay, ihr denkt, ich bin immer noch ein Geist. Gebt mir was zu essen. Ein Geist kann nicht essen. Ich meine, wir machen das jetzt so ein bisschen witzig, aber ich kann mir das so richtig vorstellen. Jesus war dabei, ihnen wirklich diese feste Substanz seiner Auferstehung klarzumachen. Jesus hat selber dafür gesorgt, seinen Nachfolgern dieses klarzumachen. Ich bin auferstanden und ich lebe. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen. Ich finde das so witzig. Ich meine, Jesus war bestimmt nicht hungrig, aber er hat es aus Liebe zu den Seinen getan. Der war bestimmt nicht hungrig. Unser Herr und Heiland hat alles, was er braucht, aber er hat es getan. Er hat es getan, damit sie sehen, hey, ein Geist isst nicht, wie ich esse. Es ist wunderbar. In der Offenbarung lesen wir, das spricht derselbe Johannes, der uns auch dieses Evangelium überliefert hat und er ist in Berührung und in Begegnung und in Gemeinschaft mit diesem auferstandenen und erhabenen Jesus Christus gekommen. Und er sagt, und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist das wunderschön? Es ist wunderschön. Oh, lass uns darüber wirklich immer mehr nachsinnen. Lass uns Gott bitten, dass er uns Offenbarung unseres lebendigen Gottes und Heilandes Jesu Christi immer mehr schenkt. Amen. Lass uns darum flehen. Lass uns darum ringen. Wir wollen den letzten Vers betrachten. Vers 8, Johannes 20, Vers 8. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Und darum geht es auch heute, ihr Lieben, dass wir glauben. Wir alle sind schnell darin, dass wir irgendwie Dinge bejahen, nur weil es andere vielleicht tun. Man nennt sowas in unserer Gesellschaft Mitlaufen oder so ein Herdenprinzip. Wir alle gehen in eine Richtung, darum gehe ich auch in diese Richtung. Aber das ist hier nicht gemeint. Glaubst du selber, auch wenn alle hier in diesem Raum nicht glauben würden, glaubst du, darum geht es. Siehe, Maria war am Grab, Petrus war am Grab, aber Johannes, er ging ins Grab, blickte hinein und glaubte. Er glaubte. Johannes sah das leere Grab, er sah die sorgfältig zusammengelegten Leintücher, er sah, dass Jesus nicht da war und er glaubte. Ich habe das schon oft gesagt, das Evangelium und die Dinge des Evangeliums, sie sind einfach. Sie sind nicht in einer Art und Weise simpel, dass man sagen könnte, so irgendwie billig und leichtfüßig. Nein, aber es ist einfach. Du musst dazu nicht studierter Theologe sein, um diese Dinge im Glauben zu ergreifen. Das waren Fischer, das waren Bauersleute, das waren Zöllner. Und sie haben die Dinge im Glauben ergriffen. Amen. Er sah und glaubte. Ich frage dich, siehst du auch? Wenn du einfach hinblickst zu diesem Grab, wenn du hinblickst zum Kreuz, was siehst du dort? Siehst du Jesus hängend am Kreuz? Siehst du Jesus liegend im Grab? Nein, er ist auferstanden, ihr Lieben.
Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Paulus sagte über die Auferstehung, und das ist unser Schlussvers: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Amen. Ihr Lieben, das Grab ist leer und der Tod ist besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Und Grab, wo ist dein Schrecken? Amen. Vater, wir danken dir für diese kostbare Zeit, Vater. Oh, wir danken dir für die Gewissheit des apostolischen Zeugnisses und dass du uns diese Gewissheit auf unser Herz brennst. Unser Herr lebt und er kommt wieder. Darauf warten wir und das haben wir vor Augen. Und das nicht aus uns, sondern deine Gnade wirkt das in uns, Vater. Wir bitten dich, Vater, dass du uns das immer mehr in unsere Herzen bringst, dass wir einem lebendigen und auferstandenen König der Könige gehören, dass wir ihm dienen dürfen und dass wir sein sind. Herr, wir preisen dich. Ja, du hast das Grab verlassen und den Tod überwunden. Du hast ausgerufen: Tod, wo ist dein Stachel? Und Grab, wo ist dein Schrecken? Hab Dank, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen.